Kamera läuft. Ton läuft. Dön läuft. Und wir sind... Sächsisch sind heute so viel. Ich weiß es doch eh nicht. Ich habe heute mit meinen sächsischen Kollegen telefoniert. Daher wahrscheinlich. Danach bin ich immer so im Sachsen-Modus. Wir sind jetzt aber im Capital Not City-Modus angekommen und können hier... Sam. Ja, okay. Mach ich. War eh der Plan. Lasst mich doch einfach mal machen, ey Leute. Ihr müsst mir nicht alles 10-mal erklären. So, alle Fracht liefern. So, wir haben es geschafft, den weitesten Weg bislang zu laufen hier. So ein bisschen. Wir sind ja erst vom Windpark zurück zur Verteilerstation und jetzt wieder zurück in die Hauptstadt. Es ist wie immer eine Freude. Ja, ist ja gut. Nicht alle loben, das ist so schön. Ja, es ist wirklich ein Spiel fürs gute Gefühl. Mhm. Also das kann man schon mal so nach einem langen Arbeitstag sich gefallen lassen, finde ich. Vielleicht sollte man es auch mit den normalen Leuten machen. Immer ganz viel loben und dann freuen sie sich, wenn sie eine neue Haare geschnibbelt haben oder was weiß ich. Wer weiß. Was es so für normale Berufe gibt. Nick Easton kann ich jetzt als Hologramm machen. Oh, es war aber kein Awesome. Neue Interviewdaten erhalten, Baby-Echo-Dortung, Dooms und die Sternenbilder. Oh, was ich wieder für einen Spaß haben werde, mir das zwischen den Folgen durchzulesen alles und euch dann nicht zu erzählen, was ich da gelesen habe. Dennis, du hast kein Awesome bekommen. Ich, tut mir leid, ich bin vielleicht auch zu oft hin und her gewabbelt. Ja. Das glaube ich alle. So, wir sind immer noch leider nicht viel besser geworden überall. Okay. Gute Reise, mein Friend. Hä? Was willst du von mir? Aber was? What the fuck? Jetzt kommen sie wieder alle, einer nach dem anderen. Die Hologramme. Ich hatte jetzt schon genug Ärger, finde ich, mit denen. Überall schwarzer Schleim. Ja, hast du schon mal erzählt. Okay. Mhm. Wie macht man das? Ja. Natürlich, ich esse häufig kleine Maden, damit ich mehr Blut produziere. War doch klar, dass wir das nächste Mal. So, hä? Wieso habe ich immer noch so viel auf dem Rücken? Durfte ich das hier nicht abgeben, das Zeug, oder was? Oh Mann, Leute, ey. Oh, Karin, hörst du das? Anti-GD-Waffen. Das klingt doch schon ganz gut. Stimmt. Das klingt sehr überzeugt von eigenen Produkt. Egal. Für so ein multifunktionales Konglomerat wie die Bridges Corporation. Die müssen einfach alles machen. An allen Ecken und Enden. Spermien, Eizellen, Waffen. Okay. After the shipment's been processed, connect the Cupid. Now, once that's done, the entire region will be integrated into the Chiral network. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So, we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there. Es war jetzt viel zu viel Information. Ich habe jetzt schon aufgehört mitzudenken, ehrlich gesagt. Ich war dann arbeitet. Das denke ich die ganze Zeit. Wir lesen uns die Beschreibung nochmal durch. Wir sollen irgendwas irgendwo hinliefern. Das kriegen wir hin. Also erstmal liefere ich noch die restliche verlorene Fracht, weil ich habe noch 100 Kilo auf dem Rücken. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Weg damit. Schön mit Öl. Kriegen wir zwar nur einen Teil der Likes, aber immerhin besser als mischt. Weil ich habe jetzt keine Lust, da extra nochmal zu den Sachen hinzulaufen. So, das ist auch eines der Spiele, wo man nicht... Du kannst ja nicht alles aufsammeln. Nee, es kommt ja immer Neues. Ist ja immer, es kommt ja immer wieder was Neues. Und wir kriegen ja trotzdem hier so ein paar Punkte und so ein bisschen was. Oh mein Gott. Passt schon. So, dann Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Hilfspaketlieferung für Port Knot City. Genau, das ist das, wo wir als nächstes hinwollen. Da unten diese Stadt an dem See oder was das ist. Mhm. Muss ja irgendwie ein Port sein, also ein Hafen. Ich dachte, das ist irgendwie ein See. So.
Steht da irgendwas dazu? Anzahl zu liefernder Gegenstände, liefere alle 4 Behälter. Kriegen wir hin. Das sind insgesamt immerhin 50 Kilo. Also da wird nicht so viel anderes gehen. Blutgranate. Blutbeutel. Verstehe ich zwar nicht ganz, was das bedeutet. Was sind denn die Vorräte? Egal. Vielleicht kannst du dann die Waffen irgendwie ausstatten. Ja. Verspritzt du dein Blut auf die. Oh, das klingt geil. GD. Stehe ich drauf. Aber wir sollten noch in das Gebiet von den. Ja, ja. Müssen wir jetzt dann machen, ja. Typen. Ich nehme das Zeug trotzdem mit und vielleicht lege ich es dann kurz am Spind ab oder so. Da stehen ja Spinde rum. So, Blutbeutel. Also jetzt haben wir hier nämlich genau diese Sachen. This is our first attempt at developing an anti-BT weapon. I had to work fast with what we had, so they're basically modified hand grenades. At least that's how they're meant to function. Dann machen wir das mit dem Testen. Who knows? You might be the first person to kill a BT. And wouldn't that be something? Das haben die noch nie geschafft? Krass. Trottel, ganz ehrlich. Okay. Ja, also ich, die hier in dem Text steht, dass wenn ich die Granate in der Hand habe, so bevor ich sie werfe, dann zieht mir die Granate Energie ab. Der muss also immer irgendwie blutige Hände haben, weil es wird ja alles rausgepumpt. Und man darf die nicht zu lange in der Hand haben, weil dann hat man irgendwann zu wenig Blut. Ja, Das ist nicht so gut, würde ich mal sagen. Wir können mal oben gucken. Da gibt es ja jetzt auch noch den Waffenreiter. Blutgranate, genau. Dann nehme ich jetzt einfach mal eine mit. Für alle Fälle. Und was war das mit dem Blutbeutel? Das war... rüstest du ihn aus, nach und nach mittels einer, ich nehme auch mal einen mit, so kann glaube ich nicht schaden. Alles klar. So, alles auf dem Rücken tragen, ja, alles mitnehmen bitte, alles umladen. Okay. So, jetzt gucken wir Sperma und Eizellen, Medizinpaket, Anti-GD-Waffen, 2 Blutgranaten, na 2 brauchen wir aber eigentlich nicht, ne, so. Hab nicht mitbekommen, dass wir schon eine hatten. 3 Blutbeutel, das finde ich jetzt auch ein bisschen viel. Sind die so schwer? 1 Kilo, aber das läppert sich ja dann noch irgendwann so ein bisschen, ne. Hier ist noch eine Blutgranate, wie viel von dem, die wiegen 2,5 Kilo. Also die wiegt 2,5. Achso, die andere auch, die war da oben. Okay. Aber da reicht, glaube ich, erstmal eine. Wir wollen die ja nur mal ausprobieren. Wir müssen ja jetzt nicht gleich irgendwie 5 Kilo von dem Zeug dabei haben. So. Okay. Aufbrechen. Oh, mein Battery ist low. Das ist nicht gut. Dann muss ich das wohl mal aufladen. Oder du stellst dir so ein Generator. So funktioniert das also. Eine Frage noch, wie ist denn das hier mit Fahrzeugen? Kann man sich hier irgendwie ein Moped bestellen? Ne, Garage, Ausrüstung herstellen. Da sind Fahrzeuge nicht dabei. Also dann wäre es wahrscheinlich in der Garage. Ja. Es sind keine Fahrzeuge verfügbar. Was ist denn hier noch mit anderen Aufträgen eigentlich mal? Doof gefragt. Hä? Ausrüstung. Nee, du bist jetzt schon wen, die du hast, oder? Ja, nee, hier ist einer, ist verfügbar. Was ist denn das für ein Auftrag? Begib dich zum GD-Bereich. Achso, da soll ich die wahrscheinlich dann irgendwie testen oder so. Ja, nee, das möchte ich jetzt aber nicht machen. Also ich hoffe, das muss ich jetzt nicht machen, weil da habe ich jetzt keine Lust drauf. So aktiv in den Kampf gehen mit Viechern, wo es keinen Spaß macht. Ja. Ey, ich meine, wir werden es garantiert noch machen müssen. Ja. Blutbeutel. Könnte man sich mal ansehen. Wahrscheinlich müssen wir den machen. Ja. Ach, scheiße, fangen wir den doch noch an, oder? Weil nachher sind wir im GD-Gebiet, dann können wir es gleich machen einfach. Also, irgendwann werden wir bestimmt mal wieder angegriffen von den Mistviechern. Also außer Aufträge, die Zeit kosten, kann man ja eigentlich alles einfach annehmen. Es sei denn, es wiegt 50 Kilo. Ach, wurscht. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, wie man dieses Spiel zu nehmen hat. Hart zu nehmen hat, im besten Fall. Hart, aber fair. Hart. Ob das so fair ist. Bestätigen. Ah,
Ja. So, ich hab doch eine. Alles gut. Ersusten. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt. Ja, okay, ich muss hier einfach alles mitnehmen. Oder was? Ich konnte das jetzt ja nicht irgendwie abbrechen, dass ich die Blutgranaten mitnehme. Jetzt habe ich halt wieder drei dabei. Aber ich hätte ich mir auch sparen können, die vorhin abzulegen. Das ist auch egal. Dann müssen wir halt nochmal die Zeit zurückspulen und Und die ändern, Zeit dass du sparen. die abgelegt Zeit hast. spulen und Zeit sparen. Ja, die 5 Kilometer. Och Mann, das wird so furchtbar. Das ist schon wieder so schwer. Ich möchte gerne mal wieder so mit 40 Kilo auf dem Rücken laufen. Bist du immer ambitioniert? Ambitioniert? Ambitioniert. Naja, aber Karin, ohne Vision Ja. kommt Amerika nicht voran. Verstehst du? Amerika kommt sowieso nicht voran. Ja, aber wir sorgen doch dafür. Wer macht das wieder zum Entwicklungsprozess? Ja, aber wir entwickeln ja das Land hier gerade. Wir fügen es wieder zusammen. Wir geben ihm neue Hoffnung, indem wir Sperma und Eizellen liefern. Überall hin. Von Norman Reedus. Von Norman Reedus, also die besten Eizellen, die man finden kann. Ich finde es ja echt schade, hier stehen überall so Trucks rum. Kann die alle nicht benutzen. Gibt Ja, den. da fühlt sich auch schon. Ja, aber. Also man kann die später noch benutzen. Ich habe schon Bilder davon gesehen. Aber jetzt darf ich noch nicht. Voll gemein. Ach, Menno. Sam, Tim. looks like you've got some more orders to take care of. Noch mehr. Remember, once you get to Fort Knot City, you'll be crossing the lake. Nice So you Lake. shouldn't make any pending deliveries before then. Alle auch Also nicht. ist das jetzt hier so quasi das Tutorial-Gebiet noch alles. Der Prolog, wenn ich danach sozusagen wohin gehe, wo ich dann nicht wieder zurückkomme. Sehr witzig. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, es ist wirklich eine zusammenhängende Open World, aber es scheint ja dann eher so große Hubs zu geben, so. Dass man hier dieses Gebiet hat, wo wir uns jetzt so bewegen. Und dann das nächste halt, was irgendwie im Mittleren Ich Westen glaube, das ist spielt. immer noch. Ich glaube nicht, das ist eine eigene Aber Welt. er hat doch gerade gesagt, dass Ja. wir über den Fluss, über den See kommen und dass wir dann nicht zurück können. Also, dass wir alle Aufträge vorher gemacht haben sollen. Und das würde ja dafür dann stehen. Also, sonst würde er ja nicht warnen, dass wir die Aufträge alle gemacht haben. Ne? Also, wir werden Teufel tun, alle Aufträge zu machen. Aber. Oh, shit. Oh, gerade noch so. Nein, nein. Oh, nein. Jetzt bleibt doch mal stehen, ey. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie so einen schweren Rucksack auf hatte, dass ich das jetzt nicht nachvollziehen. Das ist dein Leben, ich beleidige. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. So. Wenigstens können wir vielleicht. Wobei unser Motorrad würde uns nicht so viel nutzen da drüben, weil wir noch die Banditen beklauen müssen. Und da ist wahrscheinlich Schleichen und Rennen eher angesagt als Motorradbrettern. Wobei ich das schon am Rand von deren Gebiet abstellen würde, damit ich da Ich schnell wollte gerade sagen, das abhaue. ist ganz schlecht. Naja, haben wir ja beim ersten Mal, wo wir die beklauen mussten, da in dem anderen Banditengebiet, sind wir ja auch durchs hohe Gras geschlichen. So à la Horizon Zero Dawn. Wo es schon immer extrem albern ist. So. Das ist die einzige rothaarige Frau im gesamten Spiel. Und das ganze hohe Gras ist rot. Also Was war? es ist. Was für ein glücklicher Zufall. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Oh shit. Der stellt sich aber auch doof an. Nochmal kurz gucken, wo wir hier nochmal lang mussten. Wir Hier nach rechts. hoch und Wir müssen dann. nach oben in die Stadt, oder? Ja, also ich muss hier über den Berg rüber. Also wir haben ja diesen Weg hier mit den Leitern. Ja. Und dann würde ich hier am Spind mal das abliefern, zwischenlagern, was wir da jetzt dabei haben. Dann hier einmal rüber, das Zeug holen. Ich glaube, das mussten wir hier abgeben und dann wieder zurück und dann nach da. Das war ein Ein Plan. aufwendiger Plan. Aber was soll man machen? Das ist nun mal ein schwieriges Leben in dieser Postapokalypse. Eine Apokalypse mit all der Post. Hast du gerade in der Weihnachtszeit viel irgendwie Paketbriefzeug irgendwie unterwegs oder ist das bei Nee, also euch nicht so doll? nee, ich nicht so die Online-Käufer. Deswegen. Also ich habe jetzt was bestellt. Du! Ja, ich meine, es geht auch in der Woche, das braucht man nicht zu Weihnachten, aber war gerade sehr günstig.
Ach so, Mann, ich wollte doch nur ein paar Kryptobiot mitnehmen, aber... Das ist so albern. Ja. Ey, bei uns ist gerade richtig schlimm, weil wir wohnen ja im Erdgeschoss und wir sind die Paketabnehmer fürs gesamte Haus. Mhm. Und in der Weihnachtszeit, also wir hatten jetzt zur Höchstphase, hatten wir 6 Pakete im Flur stehen. Oh. Und wir sind ja nun eigentlich wirklich keine Paketstation. Mhm. Also, ich könnte mal aufmachen, ein bisschen noch Kaffee verkaufen, ja, ein paar Kippen ranmachen. Kippen und Kaffee noch. So, aber wo... Oh, jetzt regnet's. Scheiße. So, wo ist denn jetzt hier die Leiter? Warte mal, wie bin ich denn da am dürfsten noch ein Stückchen nach geradeaus und dann nach links? Weil hier an der Stelle sehe ich immer nicht so richtig, wo ich hoch kann. Aber wenn ich was auf die Stelle, dann ach, da heißt es in die Packstation. Ach so, dass du es gar nicht irgendwie in Verlegenheit kommst, dass du das nicht zu Hause bist. Wenn halt die Packstation voll ist, dann geht es zum Postfiliale. Ja, auch das nervt bei uns immer, weil wir haben ja die Paketstation sozusagen, also Paketannehmer ist ja unser Zeitungsladen um die Ecke, oder hier ein Haus weiter, also das ist ja wirklich nur 10 Meter von unserer Haustür und der nimmt DHL und Hermes an, ja. Das heißt, der nimmt fast alles schon mal an, so also kriegen selten was von PIN und trotzdem kriegen die es ganz oft nicht hin, das zu machen und bringen es dann trotzdem zur Postfiliale, die halt ja 1 Kilometer weg ist. Also ist jetzt auch nicht schlimm oder so, aber es ist halt einfach 10 Meter oder 1 Kilometer. Ich wüsste, was ich über hätte. Da würde ich einen Elektroroller anbieten. Für die letzte Meile. Für die letzte Meile, ein E-Scooter meinst du? Moment, doch. Aber, ja. Aber ich habe ja auch ein Fahrrad, das kann man dafür ja auch benutzen. Das war beim Jahresendprogramm, also ich gehe mal einmal im Namen meiner Familie zu so einem kabarettistischen Jahresrückblick. Ja. Berlin. Aber auch E-Roller. Und hast ihr was, das wäre jetzt auch blöd, wenn ich... Es bietet sich komödiantisch an. Nee, es ist halt... sein Markenzeichen ist immer, dass er seine Texte irgendwie einleitet mit erklärenden Worten. Ewig lang. Und am Ende hat das, was in dem Text steht, gar nichts mit der Einleitung mehr zu tun. Und sowas halt auch. Gut. Hat er irgendwie ewig über E-Roller und die Ecke hier am Meringdamm lamentiert. Die Ecke hier am Meringdamm? Ja, ja. Ganz schlimm. Achso, warte mal. Jedenfalls. Ja. Komm nochmal rein, ja. Ich zieh mal an die Schuhe. Das war ja früher schlimm, wenn wir nichts für die letzte Meile hatten, wie wir immer am Bahnhof kampiert hatten, weil wir wussten ja nicht, wir hatten ja nichts. Wir kamen ja nicht vorwärts die letzte Meile. Zweifel, da konnte einer den anderen tragen, aber sonst war nichts für die letzte Meile. Nein! Nein! Die letzte Meile bergab. Ja. Okay. Chillen. Hoppa, Seil. Na, das will ich sehen, wie er das jetzt macht. Mit dem Rucksack. Oh Gott. Ich hoffe, die Seile haben keine Gewichtsbegrenzung. Aber der 2. Oder. Das ist, glaube ich, ein Seil, was irgendwie so ein bisschen komisch rumschlabbert. Ich hoffe, es hat auch eine gewisse Länge. 30 Meter. Und die Hälfte haben wir jetzt schon verbraucht. Und haben wir auch die Hälfte vom Berg verbraucht? Ich denke, da unten ist das Ende. Das könnte. Soll ich mal liken zwischendurch? Soll ich mal liken? Ich like mal. Es wird mir leider nicht angezeigt, wie viel ich schon geliked habe. Aber ich habe Likes vergeben. Später. So. So. Jetzt bewegen wir uns mal zum nächsten. Zügigen Schritt. Genau. Oh, das war immer das Lieblingswort aller Hortnerinnen und Kindergärtnerinnen. Zügig die Straße überqueren. Zügig. Ich habe mal gedacht, was hat das mit Zügen zu tun? Habe ich nicht verstanden. Zügig. Ups. Du bist an den Maden vorbeigegangen. Ja, aber jetzt hier, ich habe 3 eingesammelt. Blutvolumen wiederhergestellt. Na was. Bestens vorbereitet. So, war das schon immer so eine Brücke? Ist das nicht die bei der Endstation? Ne, da sind wir ja gar nicht rüber gerade. Wir sind ja da so dran vorbei, da wo unser Moped steht. Ja, und ich bin aber gar nicht aufgefallen, dass da eine Brücke stand. Ja, auch nicht. So, dann würde ich sagen, geben wir hier mal kurz diesen riesen Kistenstapel ab an diesem Spind hier. Also legen den da mal rein, das ganze Zeug. Und dann machen wir in der nächsten Folge die krasse Infiltrations-Action und klauen uns, was auch immer da die Aufgabe war, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas klauen. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas klauen. Ach, so. Guck mal, der hat einen lustigen Tigerkopf. Ach ja, kann ich erstmal hier irgendwas abliefern, verlorene Fracht liefern, bestätigen.
immerhin eine Sache. Alte Bücher gibt immerhin 28. Schön. Besser als nix. So, dann haben wir schon mal weniger auf dem Rücken. Das ist gut. Ist gut für die Bandscheiben. So, dann privater Spind. Und dann Sperma muss da weg. Sperma wollen wir nicht dabei haben. Also normalerweise immer. Ich glaube, das sind Spermaproben und Eizellen einfach von irgendwelchen Leuten, also die für Fortpflanzungsexperimente oder eben für künstliche Befruchtung da in der Stadt gebraucht werden. Und ich lege jetzt mal hier... Ups, nee, das war jetzt falsch. Ah, wahrscheinlich ist es wieder vollkommen nutzlos, die hier abzulegen, diese blöden Blutgranaten, weil die mir wahrscheinlich sowieso gleich wieder in die Hand gedrückt werden. War das jetzt funktioniert? Was mit 30 Kilo? Dann hat das funktioniert. Aber was ist das denn alles, was ich da auf dem Rücken habe? Also jetzt mal ernsthaft, warum hat der so viel Blutbeutel? Aber es ist alles nicht schwer, ne? Es ist alles ist nur groß, aber nicht, nicht schwer. Na gut. Viel Blut haben sie dir abgezapft. Ja, alles in Beutel gepackt. Der hätte man mir auch einfach im Körper lassen können, den Scheiß. So. Gut, wir machen eine Pause und ja. Dann... Attacke! Nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.